Im Ochsenknecht-Familiendrama kehrt einfach keine Ruhe ein. Erst neulich hat Jimmy Blue für sehr viele negative Schlagzeilen gesorgt. Jetzt geht es weiter. Vor ein paar Wochen haut er ein Statement raus und sorgt für einen Shitstorm. Denn über die gemeinsame Tochter mit Yelis wird gesprochen und das überhaupt nicht gut. Diesmal gibt es Drama in der eigenen Familie, denn Natascha bemerkt nun ungewöhnliche Aktivitäten auf ihrem PayPal-Konto. Denn seit November 2022 wurde regelmäßig Geld abgebucht. Jeden Monat mindestens 300 Euro und das immer an deutschen Tankstellen. Dreiste Diebe? Nein, wohl eher ein dreister Sohn. Es kam raus, dass es tatsächlich Jimmy war, der offenbar seine eigene Mutter beklaut. Er habe sich mehrmals entschuldigt und erklärt, dass es sich um ein Missverständnis handle. Nicht einmal die eigene Schwester glaubt ihm. Die Mutter ist geschockt und hätte niemals damit gerechnet. Er kann von Glück reden, dass ich keine Zinsen verlange, erklärt sie später. Wie würdet ihr reagieren, wenn euer Kind sowas macht?